1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, die Freitagnacht. Ich begrüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind frei und offen, wie immer freitags, für alle eure Themen. Eine offene Talkshow-Runde haben wir heute. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Nummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de und vergesst in die Mail nicht eure Telefonnummer auch reinzuschreiben. Also, offene Runde. Erste Anruferin heute Nacht ist Tanja und Tanja ist 38 Jahre alt. Hallo, Tanja. Ja, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Um was geht's bei dir? Es geht darum, zum Thema von gestern, ja. Wenn Frauen zu sehr lieben. Ja. Und ich bin seit 4 Jahren in einer sehr komplizierten Beziehung mit meinem Partner, die sich insofern so darstellte, dass er mich nachher halt mehrfach geschlagen hat. Also er hat mir zweimal die Nase gebrochen, Zähne ausgeschlagen, Rippenbrüche hatte ich. Zähne ausgeschlagen? Ja. Rippenbrüche hattest du? Ja. Das heißt, du warst mindestens in ambulanter ärztlicher Behandlung, wenn nicht gar im Krankenhaus. Richtig. Und das hat immer stattgefunden unter Einfluss von Alkohol bei ihm. Und er wurde dann immer grundlos eifersüchtig, wie ich das so betitel. Und meine Eltern haben mir dann auch den Kontakt zu ihm untersagt und wollten auch den Kontakt dann auch zu mir brechen. Und ich habe dann auch mit einer Psychologin mal gesprochen und die sagte, das hat so ein bisschen was sadomasochistisches, diese ganze Beziehung. Und ich komme aber von diesem Mann nicht los. Ihr wohnt in einer Wohnung? Nein. Nein? Also er hat eine Wohnung, ich habe eine Wohnung. Und ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Ja. Bist du denn viel in seiner Wohnung oder ist er viel bei dir? Er ist meistens bei mir. Ja. Also er hat aufgrund dieser Vorfälle auch 2 Jahre auf Bewährung bekommen wegen versuchten Totschlags. Wie? Bezogen auf die Vorfälle deiner Person? Ja, genau. Das heißt, du hast ihn angezeigt? Ja. Und wegen versuchten Totschlags hat er 2 Jahre auf Bewährung bekommen? Ja. Was, dann ging es auch sicher noch über das Zähne rausschlagen noch weiter, oder? Nein, das war es, Gott sei Dank. Aber das muss ja dann schon sehr massiv gewesen sein. Ja, es war sehr massiv. Also ich habe dann auch meine Wohnung verloren, weil also wirklich permanent die Polizei bei uns in der Wohnung war, weil es ewig zu Streitigkeiten kam. Und woher hast du denn den Mut gefunden oder genommen, ihn dann anzuzeigen? Er hatte also permanent Wegweisungen bekommen, die ich dann stellen sollte. Was hat er bekommen? Wegweisungen. Wegweisungen, was heißt das? Dass er eben halt 10 bis 20 Tage nicht sich in meinem Bereich aufhalten darf, also in meinem Wohnbereich halt. Ne? Okay, aber diese Wegweisung kam ja erst, nachdem du die Polizei eingeschaltet hattest. Richtig. Aber wie kam es dazu, dass du den Mut gefunden hattest, die Polizei einzuschalten? Ja, weil die Polizei im Prinzip nachher auch nicht eingeredet hatte und gesagt hatte... Wer hat denn die Polizei alarmiert? Ich oder Nachbarn, also... Ja, du oder Nachbarn? Meistens Nachbarn. Also Nachbarn? Ja. Du hast persönlich nicht bei der Polizei angerufen und hast gesagt, hier, helft mir. Auch? Ja. Ja, okay. Ja, das Problem ist eben halt, dass wir hatten, bevor das anfing mit den Schlägen, hatten wir ein Jahr eine sehr harmonische Beziehung gehabt. Er ist auch sehr künstlerisch und wir haben also sehr viel gleiche Interessen. Und er ist, wie gesagt, ist diese Eifersucht bei ihm halt da. Wie steht er denn dazu im Nachhinein, wenn er so etwas gemacht hat? Du sagst, er macht das immer im Alkoholrausch. Ja. Was sagt er, wenn er wieder nüchtern ist? Er hat sich jetzt ein einziges Mal entschuldigt. Davor sagt er immer, ich hätte ihn provoziert. Ich hätte geflirtet oder... Und dieser Fall, wegen dessen er wegen versuchten Totschlags verurteilt wurde, was hat er dazu gesagt? Das hat er im Prinzip auch mehr auf mich geschoben dann. Ach so. Also, dass ich ihn
mit anderen Männern geflirtet hätte. Also dieser Mann setzt dir körperlich wirklich heftigste Gewalt zu. Der steht vor Gericht, schiebt dir wiederum auch noch die Schuld mehr oder weniger in die Schuhe. Ja. Und entschuldigt sich kaum oder einmal bisher, wie du sagst. Ja. Und er bessert sich nicht. Nein. Mhm. Also er hat jetzt, nachdem die die Bewährungsstrafe ausgesetzt wurde, hat er sich ja wieder gemeldet und hat mir nicht gesagt, dass er als Bewährungsauflage hatte, sich nicht bei mir zu melden. Mhm. Was er dann ja getan hatte. Und wir haben es dann auch wieder zusammen versucht. Mhm. Aber es ging dann wieder vollkommen in die Hose. Also es ging wieder alles so los wie von vorne praktisch. Er hat die Bewährungsstrafe jetzt hinter sich? Nein, also er ist ja auf Bewährung. Zwei Jahre auf Bewährung hat er bekommen. Ja, und die läuft noch zur Zeit. Das läuft zur Zeit, Und deswegen ist er jetzt frei. Mhm. Aber er hatte die Auflage, nicht zu dir zu kommen. Ja. Und trotzdem hast du dich wieder auf ihn eingelassen? Ja. Und wie ist der ganz aktuelle Stand heute? Ja, das ist schwer zu sagen. Also er meldet sich immer noch und... Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Vor einer Woche. Und was habt ihr da gemacht? Ja, also wir hatten telefoniert und ich habe auch gemerkt, dass er betrunken war am Telefon und er hat mich auch aufs Massivste wieder beschimpft. Und wollte, dass ich dann in die Stadt komme, und habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ne? Also ich schlafe jetzt auch keine Nacht mehr ruhig. Also ich habe schon. Also du hast ihn bei dem letzten Mal nicht gesehen, sondern nur telefoniert? Ja, das letzte Mal, also ja, telefoniert dann. Mhm. Also wie würdest du denn diesen Kontakt im Moment beschreiben? Der findet kaum statt, oder wie? Ja, wie soll ich das beschreiben? Also ich habe da gestern auch die Sendung verfolgt, also mit den beiden Paaren da jetzt mit der Eifersucht. Und insofern, ich sehe das bei ihm diese Eifersucht auch als Krankheit an, ne? Also nee, das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Wie ist die Beziehung im Moment? Blockst du ab oder wie würdest du das beschreiben? Oder ich versuche abzublocken. Du blockst ab? Ja. Ich versuche es, aber ich kann es nicht richtig. Also wenn er anruft, gehe ich ran. Mhm. Wann habt ihr das letzte Mal miteinander geschlafen? Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen? Mhm. Mhm. Also das findet alles jetzt statt im Rahmen des Verbotes letztendlich, das er auferlegt bekommen hat, sich dir nicht zu nähern. Ja. Das heißt, wenn du jetzt Meldung machen würdest... dann hätte er ein ganz dickes Problem an der Backe. Also da kenne ich mich mit der Rechtslage nicht so aus. Könnte gut sein, ja. Aber du lässt dich darauf ein und wolltest gerade mir so ein bisschen erklären, der arme Mann ist ja krank. Ja. Und deshalb kann man ihm das ja auch alles verzeihen. Ist das so richtig verstanden worden von mir? Ja, so. Es versteht auch kein Mensch. Jetzt gehst du sicherlich auch so weit und würdest dann auch noch sagen, du liebst diesen Mann. Ja, stimmt. Ich liebe ihn schon. Also ich liebe seine gute Seite, ne? Du machst mich ratlos, Tanja. Bitte? Du machst mich ratlos. Ja, ratlos. Ja, in der Tat. Was soll ich mit so einer Aussage anfangen? Was du mir jetzt gerade alles erzählt hast, der hat dich krankenhausreif geschlagen, der ist wegen versuchten Totschlag verurteilt worden, der hat dir das Leben zur Hölle gemacht. Ja. Und da sagst du mir was von den guten Seiten, die zugegebenermaßen die meisten Menschen haben, aber irgendwann reicht's dann auch, wenn man so viel schlechte Seiten von jemandem erlebt hat. Ja, das ist also, ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben könnte, es ist halt so... Macht dir das Spaß, zu leiden? Das ist eine gute Frage. Eigentlich nicht, nein. Ich leide nicht gerne. Aber es ist schon so, dass ich mir gestern schon Gedanken gemacht habe, auch zu diesem Thema, wenn Frauen zu sehr lieben, dass das, denke ich, auch mit dieser Eifersuchtsgeschichte viele Minderwertigkeitskomplexe eine Rolle spielen. Und obwohl ich eine recht attraktive Frau bin, schon, dass ich ziemlich viele Minderwertigkeitskomplexe habe. Mhm. Und ich weiß nicht, irgendwie, er ist so der Künstler, der Träumer und hat so ganz tolle... Was müsste denn passieren, dass wirklich das Bild, das gute Bild, was du offensichtlich immer noch von ihm hast, gänzlich zusammenbricht? Das weiß ich nicht.
Also das kannst du dir nicht... Also wenn er meinen Eltern was antun würde, denke ich. Mhm. Oder wenn, ja. Mhm. Aber das war ja schon eine ganze Weile, dass du nachdenken musstest, was das sein könnte. Ja, mhm. Also wir wollten auch gerne eine Partnertherapie machen oder eine Paartherapie. Mhm. Nur, das habe ich gestern auch zum ersten Mal bei dir gehört, dass sowas, das von der Krankenkasse gibt. Und das wollten wir auch schon machen. Weißt du, Tanja, was ich dir dringend rate, ist keine Paartherapie, sondern eine eigene Therapie. Ja. Weil ich glaube, dass das eine sehr verstrickte Abhängigkeitsstruktur ist, in der du da hängst, eine sehr pathologische Struktur, ja, eine sehr krankhafte Struktur, die du offensichtlich allein nicht in den Griff kriegst, nach all dem, was geschehen ist. Ja. Und es kann ja irgendwann noch schlimmer kommen. Ich meine, er hat ja schon schlimme Sachen gemacht. Ja, es war ja auch schon so gewesen, dass wie gesagt, nachher gesagt haben, also sie haben schon 4, 5 Ordner von uns, entweder werden sie zuerst rausgetragen oder er wird zuerst rausgetragen. Mhm, Und ich weiß auch also nicht, die Frage ist immer in so einem Fall, will die betreffende Person eine Veränderung? Sprich, willst du eine Veränderung? Ja, auf alle Fälle. Wenn du eine Veränderung würdest wollen oder wirklich willst, dann ist der einzige wirkliche richtige Schritt für dich, dass du alleine in eine Therapie gehst. Ja. Wenn es überhaupt eine Chance gibt, dann ist glaube ich, das der einzige Weg. Offensichtlich alleine schaffst du es nicht, da rauszukommen. Ja, also ich habe jetzt schon angestrebt, weil ich auch durch diese ganze Geschichte, also ich leide schon früher unter Ängsten und Depressionen gelitten. Mhm. Und das hat sich natürlich durch diese ganze Geschichte massiv verstärkt. Mhm. Glaube ich, ja. Mhm. Ja, dass ich jetzt eine Tagesklinik aufsuchen möchte. Mhm. Also eine psychosomatische Tagesklinik. Mhm. Ja, so. Und was du da vielleicht dann erwünschen solltest oder auf was du dich einlassen könntest, da würde ich sehr gerne, dass du eine Beratung von meiner Psychologin jetzt im Hintergrund bekommst. Ja, das wäre sehr nett. Ich rate es dir dringend, damit du dein Leben wieder in den Griff bekommst. Denn im Moment bist du eine Abhängige, wie eine Suchtkranke. Ich bin verzweifelt. So würde ich das sehen, ja. Mhm. Liebe Tanja, leg bitte auf und du wirst von Magdalena, meiner Psychologin, angerufen. Okay, alles klar. Vielen Dank, Domian. Alles Gute wünsche ich. Vielen Dank an euer tolles Team und ihr habt eine ganz tolle Sendung. Vielen Dank. Sehr nett. Tschüss. Schön. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann wählt diese Nummer oder meldet uns ganz einfach domian@wdr.de. Hier ist Mario. Mario ist 33. Hallo Mario. Mario ist weg. Dann geht's weiter. Frage ich meine Regie mit Selina. Selina ist 23. Hallo Selina. Hallo. Hallo Selina, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, auch zu dem Thema von gestern. Da haben wir aber in ein Wespennest gestochen, was? Gepackt. Ja. Also, wenn die Frauen zu sehr lieben. Mhm. Genau. Also, ich bin krankhaft eifersüchtig. Mhm. Du bist in einer Beziehung im Moment? Ja. Ja, wie lange schon? 2 Jahre. 2 Jahre. Und diese krankhafte Eifersucht, war die von Anfang an da? Nein. Also ich habe, also wir haben uns gesehen und das hat auch direkt gefunkt, also praktisch lieber auf den ersten Blick. Mhm. Ja, bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich stelle einfach mal ein paar Fragen, dann geht's einfacher. Wann trat denn so die erste heftige Eifersucht auf? Wie lange wart ihr da zusammen? 6 Monate. Und was war der Auslöser? Dass er zu einer anderen Frau Mäuschen gesagt hatte. Weiter nichts? Nein. Er hat nur Mäuschen gesagt? Ja. Wie hatte er das denn gemeint? Also wir standen auf dem Parkplatz. Und die wollte dann mit ihr Auto dazwischen parken. Also neben unser Auto praktisch. Und die wäre fast hinten reingefahren bei uns. Und dann sagt er zu ihr, also sie hat das jetzt nicht gehört oder so, aber er sagte dann halt, ja Mäuschen, muss mir noch eine Beule in mein Auto hauen und so. Also das war eher ironisch gemeint, wenn nicht sogar ein bisschen abwertend gemeint. Ja. Und das hat dich so auf Touren gebracht? Ja, das hat mir schon sehr weh getan. Was hast du in dem Moment gemacht oder gesagt? Ja, wir haben uns total gestritten, weil ich den direkt angegriffen hatte. Mhm. Und was denen dann einfällt, zu fremden Frauen um Mäuschen zu sagen und alles. Mhm. Und ja, so fing das dann halt alles an. Findest du das von der heutigen Warte aus gesehen immer noch schlimm, dass er das gesagt hat? Nee, heute nicht mehr so. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm, muss ich ja sagen. Echt also nicht? Zumindest
sollte es gar kein Anlass sein für ein Eifersuchtsdrama. Ja. So, wie zeigt sich deine Eifersucht weiter noch? Sag mal ein paar Beispiele. Wir gehen einkaufen. Er ist dann in der Ecke bei den PC-Spielen und alles. Ich nehme dann den Einkaufswagen und die beiden Kinder, wir haben zwei Kinder, und gehe dann halt Brot und den Rest holen, der halt auf dem Einkaufszettel steht. Und hinterher treffen wir uns dann wieder, weil ich ihn suche oder er mich. Und dann sagt er, ja, ich habe gerade vom ehemaligen Freund die Freundin getroffen oder was. Mhm. Und die fragte mich halt, seit wann ich eine Tochter habe und so. Mhm. Ja, und dann, da war ich auch tierisch sauer auf ihn und habe den angemacht, warum der denn mit anderen Frauen reden würde, wenn ich nicht dabei bin und alles. Ganz schön bescheuert, ne? Ja. Ganz schön bescheuert. Nochmal kurze Zwischenfrage zur Erklärung. Ihr seid 2 Jahre erst zusammen und habt schon 2 Kinder? Ja, also mein Sohn, der ist 3, der ist aus meiner Ex-Beziehung. Ach so, und ihr beiden habt auch ein Kind zusammen. Genau. Mhm. Okay, also er darf nicht mit anderen Frauen im Supermarkt reden, die er doch zufällig trifft. Genau. Noch ein Beispiel bitte. Eine Zeit lang war es total schlimm mit Fernsehen gucken. Mhm. Wir saßen dann, was weiß ich, auf Couch oder so, waren dann am Kuscheln, haben zusammen irgendeinen Film geguckt und wir kannten ihn vorher beide nicht und dann war da auf einmal eine halbnackte Frau oder ganz nackt und dann fange ich auf einmal an aufzuspringen und schreie ihn dann an, was ihm denn einfällt, dann dahin zu gucken und was er sich denn dann alles dabei denkt. Und dann fange ich halt an, ihm zu unterstellen, dass er sich halt denkt, boah, sieht die süß aus und hat die einen geilen Arsch und was nicht alles. Darf er Germany's Next Topmodel gucken? Nein. Nein? Nein. Um Gottes Willen. Also das nun überhaupt nicht. Was darf er denn gucken? Gar nichts. Nein, also so schlimm ist das nicht. Also wir gucken schon zusammen Fernsehen und so, weil er mir halt immer wieder auch, also ich bin eine Frau, ich brauche viel Bestätigung und alles. Ja. Mittlerweile kriege ich die von ihm auch. Den stört das so eigentlich auch gar nicht, dass ich so eifersüchtig bin. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, Selina. Ich glaube, dass dem das tierisch auf die Nüsse geht. Aha. Ja, weil er sagt immer zu mir, das stört ihn nicht und so. Und er möchte auch zu so einer Familienberatung, weil er Angst hat, mich zu verlieren und so. Ich wundere mich wirklich, dass er das sagt. Denn so etwas, so eine Szene zum Beispiel, wie du gerade beschrieben hast, im Supermarkt, das ist ja absurd, dass du ihn da anfährst, wenn er da irgendjemanden trifft, zufällig, und sich mit der Frau unterhält. Warum soll er sich hier nicht mit der Frau unterhalten? Warum nicht? Der könnte die ja süßer finden wie mich. Ja, das kann immer passieren. Das so ist nun mal das Leben. Du kannst ihn ja nicht einsperren in den Keller. Da musst du ihn isolieren von allen anderen Menschen. Ja. Das ist ein freier Mensch. Ja, ich habe Angst, ihn zu verlieren. Ja, gut, haben wir alle, wenn wir in einer Liebe sind. Aber das gehört zu dem großen Spiel dazu, dass man auch einen Menschen wieder verlieren kann. Und mit solchen dumpfen Methoden kannst du nie einen Mensch auf Dauer halten. Nie. Auf Dauer machst du immer alles kaputt, wenn du dich so verhältst. Weil du dann wie eine Nervensäge bist. Ja, warum sagt denn der dann zu mir, dass den das nicht stört? Weil er vielleicht im Moment auch Angst hat. Vielleicht, ich weiß nicht, was er für ein Typ so ist. Ist er eher ein ruhigerer Typ? Nee, schon eher, der regt sich schnell auf. Ja, ich weiß nicht, was das für Gründe sein können. Aber irgendwann sage ich dir, ist das Maß voll. Interessant ist ja, dass er von sich aus sagt, dass ihr irgendwie in eine Therapie, Beratung oder sowas gehen solltet. Ja. Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt. Finde ich beachtlich. Das heißt für mich wirklich, dass er dich liebt und dass er dir eine Chance geben will. Und dass man sicherlich in so einer Beratungsrunde mit einem Fachmann dabei dann diese Themen auf den Tisch legt. Ja, und dann kommt hinterher irgendwas raus, was ich nicht hören will. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, dass du eine Nervensäge bist. Zum Beispiel, dass du ihm die Luft zum Atmen nimmst. Zum Beispiel, dass du über kurz oder lang schuld daran bist, wenn diese Beziehung kaputt geht. Das könnte rauskommen. Aber es könnte auch die große Chance bergen, dass ihr zusammen einen Weg findet, dass es für dich entspannter ist und auch für ihn dann ein schöneres Leben ist. Ja. Du musst da einfach cooler mit umgehen mit den ganzen Situationen, Selina. Natürlich soll der sich im Fernsehen auch tolle Frauen angucken. Der soll die auch süß finden, das ist doch normal. Solange er dich liebt, ist doch alles im grünen Bereich.
Ja, der sagt ja immer zu mir, dass der keine andere Frau süß findet und so. Ja, aber selbst, weißt du, das ist doch auch normal. Jeder Mensch ist doch, tickt doch so. Das kannst du mir auch nicht abschalten von dir, wenn du auf der Straße einen tollen Burschen siehst, dass du den auch unter Umständen denkst, ach, der ist aber süß. Natürlich denke ich das. Ja, das ist doch okay. Und deshalb bist du doch deinem Freund nicht untreu. Nee. Also kannst du ihm das doch auch zubilligen. Weißt du, dass das eine ganz penetrante Form des Besitzenwollens ist, was du da praktizierst? Echt? Finde ich ja. Ich habe es gestern ja auch schon ein paar Mal gesagt, zur Größe gehört auch, dass man sich souveräner verhält und sagt, okay, ich weiß, dass ich geliebt werde und ich lasse meinem Partner auch einen gewissen Freiraum. Nur dann hat das eine gute und solide Basis. Alles andere ist Murks. Murks und züchtet Aggressionen auf Dauer. Und du machst es dir kaputt, das, was du so liebst und das, was du so gerne möchtest. Ja, aber er lässt mir ja auch nicht die Freiheiten, die ich haben möchte oder so. Tickt er genauso wie du? Nicht ganz. Also er ist schon eifersüchtig, manchmal auch heftig, aber nicht so, dass er mir jetzt bei jedem Typ, den ich mir angucke, eine Szene macht. Ja, also umso wichtiger, wenn ihr beide so, also eher tendenziell, eher, und bei dir ist es ein bisschen heftiger, finde ich so eine Beratungsrunde absolut richtig und okay. Würde ich dir und euch dringend empfehlen und finde toll, dass er das vorgeschlagen hat. In der Regel wollen die Jungs das nicht so gerne. Jetzt müsstest du eine starke Frau sein und sagen, okay, mache ich mit. Wir haben nur zu gewinnen. Ja. Was noch Heftigeres wirst du da gar nicht hören, als das, was ich dir gerade gesagt habe. Keine Sorge. Okay. Selina, ich würde dir gerne noch von meiner Psychologin ein paar Adressen an die Hand geben, aus eurer direkten Umgebung, wo ihr, wenn ihr euch entscheiden solltet, hingehen könntet. Okay? Ja. Ja? Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Toi, 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 ja, für euch. Schön. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr Interesse haben an unseren Fanseiten, an den toll gepflegten und toll gemachten Domian-Fanseiten, dann möchte ich euch hinweisen auf www.nachtlager.de. Könnt ihr mal reinklicken, da ist eine ganze Menge über uns zu sehen und zu lesen. Nachtlager.de. Jetzt ein zweiter Versuch mit Mario, 33. Hallo Mario. Hallo. Gerade warst du weg. Ja, genau. Ja, um was geht's, Mario? Ja, und zwar habe ich dran zu knabbern an den Tod meiner Freundin, beziehungsweise Lebensgefährtin. Ja, wann ist deine Freundin gestorben? Am 5. April diesen Jahres. Wie kam es, dass sie gestorben ist? War es ein Unfall oder ist sie erkrankt? Erkrankt. An Krebs. An Krebs. Wie alt ist deine Freundin geworden? Sie wäre 29 geworden am 15. April. Was für ein Krebs war das? Morbus Hodgkin. Das ist ein Lymphknotenkrebs. Ne? Lymphdrüsenkrebs. War sie lange erkrankt vorher? 4 Jahre. 4 Jahre lang. Das heißt, sie hat viel mitgemacht. Ja. Die haben am Anfang erst gesagt gehabt, das wird wieder. Da haben sie eine Chemotherapie gemacht gehabt. Dann kam eine Bestrahlung, die hat nicht geholfen. Da haben sie bemerkt, dass es weiter wächst, was nicht anschlägt. Dann haben sie eine eigene Stammzellen gemacht, Therapie. So, dann ging es wieder bergauf für ein Jahr, anderthalb Jahr. Und dann gab es einen Rückfall. Wie lange kennt ihr euch oder kanntet ihr euch? 8 Jahre. 8 Jahre. Wie hat sie diese Phasen des Auf und Abs, der Hoffnung und dann des Absturzes wieder, die Höhen und Tiefen, wie hat sie es erlebt? Mit einem Lachen das Auge und mit einem Tränen das Auge, indem wir nach jedem Strohhalm gegriffen haben. Du sagst am 5. April, 5. April hast du gesagt, ist sie verstorben. Am 5. April um 12 Uhr. Ja. Wann war denn euch beiden klar, dass es keine Hilfe und keine Rettung mehr gibt? Gar nicht. Gar nicht? Bis zum Schluss nicht? Weil die haben uns gesagt gehabt, beim letzten Jahr, wo sie den Rückfall bekommen hatte, ja, es gibt eine Möglichkeit,
eine fremde Stammzellen und sie war ja auch in der Studie drin, aber es noch nicht erforscht war mit fremden Stammzellen. Mhm. Und das kann helfen, aber kann auch schief gehen. Mhm. Dass sie auch damit sterben, dass sie auch, dass es bis zum Tod gehen kann. Das heißt, eigentlich vorbereitet, dass es zu Ende geht, dass es dann zu Ende geht, warst du nicht und war sie auch nicht. Nein. Ist sie zu Hause? Ich hatte am 22. Februar die Stammzelltransplantation. Mhm. So, dann heißt es ja eigentlich, man bleibt 3 Monate im Krankenhaus, mhm, aber sie sind nicht mal 4 Wochen geblieben, weil alles so bergauf gegenseitig aufgerappelt ist mit Laufen, alles drum und dran. Mhm. Die Leukozyten sind gestiegen ohne Ende. Was ist? Habe ich nicht verstanden. Was hat die, die Leukozyten? Leukozyten, ja. Mhm. Die sind wieder gestiegen und das sah alles so gut aus. Und dann musste sie mal im Krankenhaus rein zum Bewässern, mhm, weil sie so wenig getrunken hat. Mhm. Ja, dann ist sie da geblieben, so, dann ist sie wieder rausgekommen, so, und dann ist sie wieder rein. Und dann hat sie dann angefangen zu fiebern, Schüttelfrost, mhm, und seitdem ist sie auch nicht mehr rausgekommen. Dann ist sie im Krankenhaus verstorben. Dann ist sie im Krankenhaus verstorben. Mhm. Warst du dabei? Nein. Mhm. Ihre Mutti war dabei. Bitte? Ihre Mutter war dabei. Und sie hat es auch keinem gesagt von der Familie, dass sie stirbt. Wie, ihre Mutter wusste auch nicht um den Ernst der Situation? Schon. Aber sie hat, weil wir haben alle gehofft, dass es gut wird, weil es wären die 100 kritischen Tage gewesen, waren es ja. Mhm. Und da hat sie sich ein CMV-Virus gefangen. Ach so. Mhm. Was das zu bedeuten hat, das kann uns keiner sagen. Also es ist dann eine Verkettung von unglücklichen Umständen gewesen, die dann zu dem Sterben geführt haben. Ja. Hm. Habt ihr Kinder eigentlich miteinander? Durften wir nicht. Hm. Warum nicht? Wie eine Krankheit. Aber ihr kanntet euch ja schon vorher, bevor sie erkrankt war. Ja. Aber ihr habt keine Kinder. Nee. Hm. Wir haben Kinderersatz, eine Katze. Ja. Wie hast du jetzt die letzten Wochen verlebt? Was hast du getan? Was ich getan habe, mein Leben neu geordnet, alles geregelt. Hm. Weil, und zwar ist schon klar, dass es geht, dass es nicht geht, weil der Arzt hat gesagt hat, egal wie sie entscheiden sich richtig. Hm. Ob sie erst eine Chemo macht, aber wenn sie eine Chemo macht und keine Transplantation, ist es die letzte Chemo, weil wenn sie einen Rückfall kriegt, dann wäre der Körper zu doll verseucht und irgendwann kann man ja keine Chemo mehr geben. Jetzt befindest du dich ja in der ganz schweren Trauerzeit, in einer ganz schlimmen Trauerphase. Ja. Bist du alleine oder hast du viele Menschen um dich herum, Freunde, Familie? Freunde, ihre Familie. Fühlst du dich von diesem Umfeld etwas aufgefangen oder bist du in dieser Gemeinschaft alleine? Nein, ich wurde aufgefangen. Aufgefangen? Ja. Hm. Ich gehe davon aus, dass ihr eine gemeinsame Wohnung hattet. Ja. Bei so vielen Jahren. Wie gehst du mit den Gegenständen um, mit ihren Sachen, die deiner Freundin gehörten? Behutsam. Hm. Es ist behutsam, die werden. Ist alles noch als, da. Als wenn sie noch da wäre. Hm. Du hast dich noch von keinen Sachen getrennt von ihr? Nein. Hm. Weinst du oft? Fast jede Nacht. Bitte? Fast jede Nacht. Fast jede Nacht. Hm. Ja. War nämlich den Tag, bevor sie ins Koma gesetzt haben, haben wir dann morgens um 3:30 telefoniert. Ich habe sie verstanden. Sag nochmal. Bevor sie ins Koma gesetzt worden ist, ja, auf der Intensivstation, haben wir dann morgens um 3:30 telefoniert. Hm. Und ich habe sie gesagt, ich komme um Mittag rum. Ja, und was hat sie da, was waren so... Was sie hat sich gefreut, sie hat gesagt, ich liebe dich, Schatz, ich kriege keine Luft, ich mag nicht weiterreden. Mhm. Mhm. Und mittags hat das Krankenhaus angerufen, weil wir gesagt, sie hat angerufen, aber ihre Mutti, hat gesagt, Mutti, ich werde jetzt ins Koma gesetzt. Mhm. So, und da hat sie aber noch so lange gewartet, dann kam ich ihre Mutti ins Krankenhaus und da sagte ihre Mutti auch noch, Mensch, das wird schon wieder. Und dann sagte wohl der Arzt oder der Pflege,
Frau sowieso, erzählen Sie mir sowas, ihr weißt, warum sie da ist. Mhm. Wir gehen jetzt runter auf eine Intensivstation und nehmen ihr die Angst. Mhm. Hast du sie, nachdem sie verstorben war, nochmal gesehen? Ja, ich habe sie auch gesehen, wo unser Kummer war. Mhm. Ich war jeden Tag da gewesen, wir haben uns abwechselnd abgelöst. Nun war eine lange Krankheitsphase mit viel Hoffnung vorweggegangen. Ja. Dennoch war es und ist es natürlich eine hochgefährliche Erkrankung gewesen, auch wenn die Hoffnung da war. Habt ihr über die Eventualität des Todes gesprochen? Ja, sie sagte, wir müssen nach vorne schauen, ich muss nach vorne schauen. Sie weiß, dass wir uns wieder treffen, weil wir glauben auch an den Tod, an den Leben danach. Mhm. Hat sie dir in irgendeiner Weise so ein Vermächtnis gesagt, wie sie wünscht, dass du lebst, wenn sie nicht mehr leben sollte? Ja, also ich soll leben, als wenn jeder Tag der letzte wäre. Nach der Devise haben wir auch gelebt. Also, das heißt, sie hat sich für dich gewünscht, dass du... Dass ich irgendwann mal wieder jemanden kennenlerne und... Ich habe ihr auch gesagt, wie stellt sie das vor? Einfach geht's nicht. Ach, das hat sie sogar so ausgedrückt, dass du irgendwann mal wieder jemanden kennenlernen könntest? Ja, sie sagte, weil ich weiß, du wirst mich nicht vergessen, werde ich auch nicht. Mhm. Weil sie hat mir sehr gut, sehr geholfen, weil ich komme eigentlich oben aus dem Osten. Mhm. Und da bin ich sehr tief abgerutscht und sie hat mir geholfen. Mhm. Mario. Das finde ich, muss ich dir sagen, etwas ganz Großes, wenn deine Freundin das zu dir gesagt hat, dass sie zu dir gesagt hat, ich wünsche dir Glück. Letztendlich meinte sie das ja und hat dir sogar gesagt, dass es richtig ist und dass es in ihrem Sinne wäre, wenn du irgendwann einen anderen Menschen lieben könntest wieder. Das ist sehr groß. Das ist sehr toll. Es ist nur schwer, weil wir im Oktober heiraten wollten. Bitte? Wir wollten im Oktober heiraten. Mhm. Sie hatte die... Weißt du, am 2. Juni die 100 Tage vorbei. Sie wäre zu Kur gegangen. Mhm. Zusammen macht wir 6-8 Wochen. Mhm. Wenn sie rausgekommen wäre, wollten wir alles vorbereiten. Mhm. Weißt du, Mario, das Thema neue Beziehungen und so, das ist ja jetzt überhaupt gar kein Thema. Davon bin ich überzeugt. Aber was ich so beeindruckend finde, ist, dass sie dir einen Weg in die Hoffnung gebahnt hat. Mhm. Dass es ja für sie offensichtlich ein Herzensanliegen war, dass du irgendwann wieder ein Glück findest, egal wie und in welcher Form. Ja. Wenn man überhaupt in all dem Unglück von etwas Trost sprechen kann, dann finde ich, ist das etwas sehr Tröstliches, dass sie so eine Größe und so eine Liebe empfunden hat, die so selbstlos war, dass sie gesagt hat, ich wünsche dir Glück. Das ist was ganz, ganz Tolles, finde ich. Ja, sie war auch ein sehr sozialer Mensch. Mhm. Weil sie selber auch aus dem alten Pflegebereich kommt. Mhm. Hast du mal überlegt, ich merke ja auch an deiner Stimme, wie sehr schwer es dir fällt und wie angeschlagen du bist. Hast du mal überlegt, vielleicht mal mit Menschen in Kontakt zu treten, die denen genau dasselbe passiert ist wie dir? Ja, ich bin bei der Krebs, wie ist das? Weil ich bei solcher Alternative, wo sich welche treffen, die Angehörigen. Ach so, ja. Wenn das gleiche passiert ist, und da gehe ich auch hin. Und hilft dir das schon ein bisschen weiter? Das hilft weiter, ja. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Aber dennoch ist man natürlich letztendlich immer wieder alleine mit seinem Schmerz und mit seiner Trauer. Ja. Aber ich glaube, dass der Austausch und auch das Sprechen sehr gut tut. Und wenn man das Gefühl hat, dass man... Ich rede viel drüber. Mhm. Mhm. Es ist ja so frisch noch. Ja. Nur was ich nicht verstehe an der ganzen Sache ist, warum so früh? Mhm. Darauf gibt es leider keine Antwort. Warum alles im April? Mhm. Warum wundert dich der April so? Sie ist am 15. April 1979 geboren. Mhm. Am 22. April 2004 haben sie es festgestellt, die Krankheit. Mhm. Und am 5. April 2008 diesen Jahres ist sie gestorben. Mhm.
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein Zufall, vielleicht gibt es irgendwelche schicksalhaften Verbindungen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Lieber Mario, ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft für die nächste Zeit. Und es tut mir wirklich sehr leid. Sehr, sehr leid. Sehr leid. Es hat geholfen, mit dir zu reden. Und ich wollte sagen, deine Sendung, top. Du machst es echt super. Ich danke dir sehr. Ich würde dir gerne auch noch ein Gespräch mit Magdalena anbieten. Ja. Mit meiner Psychologin, dann habt ihr noch ein wenig Zeit und könnt in Ruhe weitersprechen. Das wäre super. Denke daran, dass deine Freundin dir so viel Gutes gewünscht hat. Ja, das hat sie. Ich glaube, dass einem das auch etwas in der Traurigkeit hilft. Wenn man ganz tief unten ist, dass man sich denkt, das möchte sie jetzt nicht. Genau das möchte sie nicht. Sie schaut mir auch, egal von wo, schaut sie mir auch zu. Mhm. Und ich weiß ja auch, dass wir uns wieder treffen. Mhm. Und an diesem Punkt halte ich damit fest. Ja, genau. Das ist auch sehr richtig und sehr gut so. Lieber Mario, jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, mache ich. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Hier ist Rena. Rena ist 47. Guten Morgen. Guten Morgen, Dorian. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe Herzrasen. Das macht nichts. Um was geht es bei dir, Rena? Es geht darum, ich habe mit einem Mörder zusammengelebt, 5 Jahre. Mit einem Mörder? Ja, und wusste nichts davon. Und du wusstest nichts davon? Nein, ich wusste nichts davon. Was hat dieser Mann getan? Vor 16 Jahren eine Frau umgebracht. Und eine fremde Frau? Angeblich hat er die irgendwo kennengelernt. Aber ich muss sagen, das ist eine ganz komische Geschichte, weil es ist nach 16 Jahren rausgekommen. Mhm. Und ich habe das Problem, ich komme damit nicht klar. Es war mein Freund 5 Jahre lang. Jetzt nochmal zur Einordnung. Als ihr beiden wart 5 Jahre zusammen. Ja. Ist das rausgekommen, als ihr noch dann zusammen wart? Nein. Es war vorher rausgekommen? Ja. Und er hatte auch schon seine Strafe abgesessen? Nein, der ist jetzt letztes Jahr verurteilt worden, im Oktober, weil die Verhandlung, die war von Februar bis Oktober. Und im Oktober war die das Endurteil, hat es geheißen, glaube ich, 16 Jahre oder 17 Jahre. Wann hast du es denn erfahren? Ich verstehe im Moment den zeitlichen Zusammenhang noch nicht richtig. Ja, das ist eine ganz komische Geschichte. Ich habe letztes Jahr, ich war mit meinem Freund zu Hause, einen Brief gekriegt von der Staatsanwaltschaft. Mhm. Und ich sollte zum Mordprozess nach Dortmund. Und du wusstest überhaupt nichts von einem Mordprozess? Um Gottes Willen. Du bekommst einen Brief von der Staatsanwaltschaft. Ihr habt zusammen gewohnt? Ja. Ja. Und du sollst zu einem Mordprozess kommen? Ja, ganz genau. Und da ging es um seinen Mordprozess? Ja, ganz genau. Das heißt, vorher gab es doch Vernehmungen, Besuche von der Polizei? Bei mir gar nichts. Gar nichts? Du hast überhaupt nichts davon mitbekommen? Nein, gar nicht. Ich habe nur mitgekriegt, dass, wie ich den Namen gelesen habe, habe ich gedacht, um was es ist. Ich habe versucht, die Staatsanwaltschaft anzurufen, war aber nicht der Fall. Mhm. Und ich bin Montag dahin gegangen dann. Ja, und dann hat man mir gesagt, ob ich diesen Mann kenne, habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie gefragt, warum ich hier bin, das weiß ich nicht. Ja, und dann hat er mir gesagt, dass dieser Mann im Februar 91 eine Frau umgebracht haben soll. Ich sage im Februar, es geht nicht, der ist im April mit mir zusammengekommen. Das war 2 Monate später. Moment, weil der ist doch nicht 91 mit dir zusammengekommen. 91 im Februar hat er die Frau umgebracht. Ja, aber da kanntet ihr euch doch lange nicht. Naja, aber im April. Ich meine, ihr kennt euch erst 5 Jahre. Nein, ich kannte den Mann schon aus den 80er Jahren. Ach so. Und 91 ist mein Mann gestorben. Ja, komplizierte Geschichte. Und im April ist er zu mir gekommen. Er hat mir geholfen und gemacht und getan, weil wir uns alle kannten. Okay, aber de facto warst du mit ihm 5 Jahre... 5 Jahre. Zusammen dann, bis zum Schluss jetzt. Genau, bis 95. Und dann haben sich unsere Wege getrennt. Wir haben dann nie wieder was voneinander gehört. Wir haben mal telefoniert oder so, das war's dann. Und letztes Jahr ist
der Staatsanwalt auf mich zugekommen. Ach so, das heißt, als der Staatsanwalt auf dich zukam, warst du mit dem gar nicht mehr zusammen? Nein. Ach so. Die haben wahrscheinlich die ganzen Freundinnen ausfindig gemacht. Ah, jetzt verstehe ich. Also du warst von diesem Mann lange schon getrennt. Ja, genau. Ich hatte das ganz so verstanden, also du wärst mit dem noch zusammen gewesen und plötzlich kommt ein Brief von der Staatsanwaltschaft. Nein, um Gottes Willen. Nein. Ich war 95 das letzte Mal mit ihm zusammen. Ja, ja. Das ist 91 passiert im Februar und im April hat er mit mir zusammengelebt. Hat er diese Tat gestanden? Nein, weil das ist immer wieder anders gewesen. Einmal hieß es, er hat sie erschlagen, dann hieß es, sie ist beim Sex umgefallen, dann hieß es, er war gar nicht da und es waren alles. Was ist denn seine Version? Ja, auch mehrere Versionen. Erst Drogen, Alkohol, er wusste das nicht mehr. Dann hat er erzählt, er hat sie umgebracht. Er hat sie erschlagen, weil sie ohnmächtig wurde. Weil sie was wurde? Sie ohnmächtig wurde. Ohnmächtig wurde. Die waren im Wald zusammen. Und aber immerhin hat er gesagt, ich habe sie erschlagen. Ja. Das heißt, er ist ja geständig. Ja, war er erst. Dann ist aber alles widerrufen worden. Warum, so, weiß ich nicht. Ach so. Dann habe ich das Ganze ja in der Zeitung verfolgt, in der Westfälischen. Nur das Schlimme ist, wie ich vor ihm stand, in diesem Gerichtssaal. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe zu dem Richter das auch gesagt. Ich war mit dem Mann zusammen. Wir haben uns geliebt wie die Blöden. Nur die Frauen, wo da waren, da waren viele Frauen da. Die haben mir erzählt, also Lena, du warst die einzige Frau, wo er geliebt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann jemanden umgebracht hat. Also der hat dann bis zuletzt widerrufen und hat es dann doch wieder abgestritten bis zum Schluss. Genau. Ist aber dennoch verurteilt worden. Ist verurteilt worden, ja. Und du kannst es nicht glauben bis heute? Ich kann es nicht glauben, nein. Gut, ich meine, er hat zwar mal solche Ausraster gehabt oder so, dass er irgendwie mal mir Kaffee ins Gesicht geschüttet hat oder so. Im Moment sitzt er, ne? Jetzt ist er im Gefängnis. Ich habe auch noch Kontakt gehabt, ich habe ihn geschrieben, ich wollte das alles wissen. Wenn er das einmal... Ach so, du hast ihm geschrieben und was hat er zurückgeschrieben? Gar nichts. Er schreibt nichts darüber. Er schreibt absolut nichts. Ich habe nur gesagt, ich kann es nicht glauben, weil wir haben uns geliebt. Und nee, da kam überhaupt nichts. Und nach der Verhandlung, von dem Moment ab, habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich habe ihn wieder geschrieben und wieder geschrieben. Aber ich höre nichts von ihm und verstehe ich nicht. Kannst du es vielleicht auch nicht glauben, weil du es nicht glauben möchtest? Weil das für dich auch so ein Schock ist, dass du mit einem Mörder zusammen warst, dass du das gar nicht zulassen möchtest, das zu glauben? Jürgen, ich sag mal, ich bin nachdem in der psychosomatischen Klinik gelandet, weil ich nichts mehr gepackt habe. Ich Angstzustände, Panikattacken. Obwohl, wir halten ja nochmal fest, da ja nun viele Jahre zwischenlagen von eurer Trennung und jetzt dem Mordprozess. Dennoch hat es dich so geschockt. Ja. Ich muss sagen, 95 habe ich ihn jetzt das letzte Mal gesehen. Und 2007 war jetzt dieser Prozess. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Die Frau, wo er umgebracht haben soll, hat er ja angeblich kennengelernt. Und ist mit der dann irgendwie in den Wald gefahren, sehr erschlagen. Aber den Mord hat man erst nach 16 Jahren aufgeklärt. Wie kam das eigentlich, dass man dann auf seine Spur gekommen ist? Das ist ganz einfach. Der ist, der hat irgendwo gewohnt, ich weiß es nicht, im Westerwald oder so. Und da ist irgendwas Schlimmes passiert. Und da mussten alle Männer eine DNA abgeben. Ach so. Und er auch. Aber er hat sich, glaube ich, erst geweigert. Und dann irgendwann stand die Polizei vor der Tür. Und dann hat man in alte Akten geschaut und hat es fündig geworden. Die haben eigentlich bloß 3 Zigaretten gefunden da. Aber jetzt will ich nochmal fragen, ganz klar. Glaubst du definitiv nicht, dass er es war? Nein, ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Das macht mich so verrückt. Weil der Richter hat zwar zu mir gesagt, Sie können Glück haben, dass Sie noch leben.
Was ist das für eine Vorstellung für dich, wenn er es gestanden hätte? Wenn er das in meinen Weißen gestanden hätte, hätte ich gesagt, der Mann ist total krank. Der ist total krank, der muss total krank gewesen sein. Aber nee, Domian, das geht nicht. Ich habe 5 Jahre mit ihm gelebt. Da war nie irgendetwas. Ja, aber das ist ja kein Beweis, wenn da. Kann man doch nicht vertuschen. Doch, das kann man vertuschen. Was meinst du, was Menschen für schreckliche Taten vertuschen können? Ich glaube, du hast so eine Blockade. Du willst das. Also ich kann mich ja nicht dazu äußern, ob dieser Mann wirklich schuldig ist. Mhm. Aber ich fand gerade deine Reaktion merkwürdig, als ich gefragt habe, was wäre denn gewesen, wenn er es gestanden hätte? Dann hast du sofort wieder angefangen, ihn irgendwie zu entschuldigen. Er ist krank. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, wenn das wirklich so richtig bewiesen ist, gut, ich meine, es ist DNA, alles da, aber ich glaube, wenn das er mir ins Gesicht gesagt hätte, Rena, ich habe diese Frau umgebracht, ich glaube, dann würde ich besser heute mit klarkommen. Könntest du besser mit klarkommen? Ja. Aber ja. Ein DNA-Beweis ist natürlich ein schlagkräftiger Beweis. Ja, das stimmt schon, aber weil das 16 Jahre zurück ist. Und das Schlimme ist, der Tatort war nicht der Fundort. Das heißt, es waren zwar diese Zigaretten im Auto, aber das Auto stand ganz woanders, als wo die Leiche war. Das können wir beide jetzt nicht erörtern, weil ich den Fall überhaupt nicht kenne. Mich macht nur schon irgendwie etwas stutzig, dass du so eine Blockade davor hast, das eventuell anzunehmen. Weil es deine Zeit auch kaputt macht und verschmutzt, eure Liebe auch im Nachhinein. Ja. Aber das wäre natürlich so. Nur, dass dieser Mann dich sehr geliebt hat und dass ihr eine gute Zeit hattet, ist ja nun keinesfalls ein Beweis dafür, dass der Mann unschuldig ist. Nee, das stimmt, das ist richtig. Weil es war ja nicht nur ich als Zeugin, es waren ja viele Frauen da. Mhm. Und es hat geheißen, die Frauen sind alle ziemlich geschlagen worden von ihm, vor meiner Zeit. Mhm. Und da habe ich gedacht, das gibt's nicht, der kann kein Mörder sein, der kann alles sein, egal was es ist, aber kein Mörder. Es ist ja auch merkwürdig, dass der nicht reagiert auf deine Briefe. Ja, das verstehe ich auch nicht. Wenn dieser Mann wirklich hundertprozentig unschuldig wäre, ich sag das jetzt mal so, und er hat da jemanden, der an ihn glaubt, dann würde man doch auch darauf reagieren. Normalerweise ja. Ja. Also ich finde, was auch immer war, dass du irgendein Training finden musst, dass du auch mit dieser Möglichkeit klarkommst, dass du das auf jeden Fall auch als 50% für möglich hältst und damit dann auch einen gewissen Abschluss findest, was deine Vergangenheit anbelangt. Du kannst dich ja nicht dein ganzes Leben damit beschäftigen. Ja, zumal du ja nun auch in keinster Weise irgendeine Schuld trägst. Ja, das ist schon richtig. Aber das Schlimme an der ganzen Sache ist, ich habe dann das Gefühl, ich habe mit dem Mörder zusammengelebt. Mhm. Ich habe das nicht gemerkt. Mhm. Warum habe ich das nicht gemerkt? Ja, vielleicht ist es doch. Nein, vielleicht hast du es deshalb nicht, weil der Mensch ist ja nun ein hochdifferenziertes Wesen. Vielleicht hat er dich wirklich sehr geliebt und es war zwischen euch eine stimmige Verbindung. Ja, ja. Und Menschen haben unermessliche Abgründe, die sie perfekt verschleiern können. Dann hast du es nicht gesehen. Aber ich finde, das ist auch kein, das würde ich dir niemals zum Vorwurf machen. Niemals. Du bist in der Reihe von Tausenden und Tausenden von Menschen, die mit Gewalttätern irgendwie in enger Verbindung standen und die Welt nicht mehr verstanden haben, nachdem das rauskam. Und sowas gibt es wirklich, dass man so viele Jahre vertuschen kann vor der eigenen Freundin? Ja, das glaube ich, hundertprozentig. Das glaube ich. Das gibt's doch gar nicht. Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Ich habe mit keinem eigentlich so geredet, mit meinem Freund, der war damals dabei. Mhm. Aber das Einzige, was die Freundin, Ex-Freundin von ihm sagte, sagt, ich habe gemerkt, du liebst den immer noch. Ist das so? Nein, das ist keine Liebe mehr. Aber es ist,
die Vergangenheit lässt mich nicht los. Mhm. Ich sehe das so. Alles. Und es muss eine Methode gefunden werden, dass du die Vergangenheit loslassen kannst. Ja, und die gibt es auch. Und da würde ich dich gerne im Hintergrund weiter beraten lassen, was im Einzelnen getan werden könnte. Das wäre ganz toll. Würde ich sehr gerne machen, Rena. Ja, aber ich weiß nicht wie und was. Dann würde ich dich bitten aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Mhm. Und dann können wir das im Hintergrund in Ruhe besprechen. Mhm. Ja? Okay. Ich wünsche alles Gute. Das ist lieb von dir und gib mir ein Autogramm, möchte ich schon lange eins haben. Sehr gerne. Dann sagst du gleich meiner Psychologin deine Anschrift. Alles klar. Tschüss. Schöne Sendung. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Laila. Laila ist 21. Hallo Laila. Hallo Domian. Hallo. So, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe letzte Woche einen Heiratsantrag bekommen. Letzte Woche einen Heiratsantrag? Ja. Also noch, ja. Das war jetzt vor 3-4 Tagen. Mhm. Habe ich einen Heiratsantrag bekommen und habe ihn auch abgelehnt. Von wem hast du denn den bekommen? Von meinem jetzt Ex-Freund. Von dem jetzigen Ex-Freund? Mhm. Das heißt, mit dem warst du länger zusammen? Ja. Wie lange? Ich war mit denen jetzt über 4 Jahre zusammen. 4 Jahre? Mhm. Und warum seid ihr nicht mehr zusammen? Ja, weil ich abgelehnt habe. Ach so, das war der Grund der Ablehnung. Mhm. Der Grund der Trennung, ja, das weil du genau. abgelehnt hast. Warum hast du abgelehnt? Ich habe abgelehnt, weil ich mich irgendwo verarscht gefühlt habe. Und zwar habe ich einen super Job. Mhm. Und er im Moment nicht. Er hat mal da und da gearbeitet. Und dann habe ich ihm gesagt, dass es wirklich was Ernstes ist, wenn man heiraten will. Es ist ein ernster Schritt. Mhm. Und ich möchte, dass du dann einen festen Job hast und dass wir auch uns alles leisten können. Ich möchte nicht alles aus eigener Tasche bezahlen. Mhm. Was hast denn du für einen Job im Moment? Ich bin Immobilienmaklerin. Ah ja. Mhm. Also jetzt lerne ich das zumindest. Mhm. Und und dann habe ich ihm gesagt, such dir einen Job und alles und dann können wir nochmal drüber sprechen. Habe eine Nacht erstmal drüber geschlafen, habe mir erstmal überlegt, wie ich ihm das erklären soll. Mhm. Ja, und dann hieß es, was soll das, such du mir doch einen Job. Und ich habe ihm dann gesagt, ich habe keine Zeit dafür. Und dann haben wir uns gestritten. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwo gemerkt, da hat er mal gesagt, ich habe doch keine Arbeitserlaubnis. Ich muss erst heiraten, einen Pass kriegen und dann kann ich jetzt arbeiten. Mhm. Ja, und das stimmt ja so nicht. Ich habe mich ja informiert und wer arbeiten will, kann arbeiten, auch wenn man eine Duldung hat. Mhm. Er hat ja keinen Pass, sondern eine Duldung. Mhm. Ja, und dann habe ich mich verarscht gefühlt, habe ihm gesagt, nee, ich heirate dich bestimmt nicht, wenn deine Papiere erstmal nicht in Ordnung sind und such dir einen Job. Du hast die Vermutung, dass er dich heiraten wollte, damit er einen Pass bekommt? Ja, so ungefähr. Ja. Bist du Deutsche? Nee, ich komme aus Ägypten, aber... Aber du hast ja einen deutschen Pass. Ich bin hier geboren. Ah ja. Ja. Und aus welchem Land kommt er bzw. seine Familie? Aus Iran. Aus Iran. Ja, dann habe ich mich irgendwo verarscht gefühlt. Verstehe. Aber ich vermute mal, Laila, dass da vorher auch schon einige Risse in eurer Beziehung waren. Dass das so der I-Punkt war, oder? Er war, ich kenne ihn ja schon länger. Ich kenne ihn schon seit über 8 Jahren. Er war mein Nachbar, also er ist schon jahrelang mein Nachbar, ist immer noch mein Nachbar. Mhm. Und hatte damals eine Freundin, die ist die beste Freundin von meiner Cousine. Mhm. Und er hat mit ihr gespielt ein Jahr lang und hat ihr auch wirklich gesagt, tu mir den Gefallen und helf mir, lass uns auf Papiere heiraten, dass ich was machen kann aus meinem Leben, mhm. weil er seinen Ausweis nicht kriegt. Mhm. So, und das ist der Grund, warum ich jetzt so denke. Und in den 4 Jahren, ihr wart ja 4 Jahre zusammen, hast du gesagt, ist er dir da nicht auch manchmal ein bisschen merkwürdig vorgekommen oder warst du da skeptisch? Eigentlich gar nicht, eigentlich nicht. Er ist nie fremdgegangen und hat jeden Tag fast mit mir verbracht und hat mir wirklich das Gefühl gegeben, dass er mich liebt. Aber trotzdem fühle ich mich irgendwo die ganze Zeit verarscht, um ehrlich zu sein. Warum, glaubst du, hat er jetzt erst den Heiratsantrag gestellt? Das hätte er ja schon früher machen können. Hat er ja. Ach, hat er auch schon? War ich gerade mal mit meinem Abi zugange und dann habe ich gesagt, lass mich erstmal die Schule beenden und einen Ausbildungsplatz suchen. Und ja, jetzt bin ich zwar fest angestellt, aber lerne trotzdem immer weiter dazu. Und dann war der eifersüchtig und warum ich so viel arbeite, auch sonntags arbeite ab und zu. Mhm. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, aufgrund dessen, was du da erzählt hast mit der Freundin der Cousine, dass du schon skeptisch warst immer wieder bei dem Thema Heiraten.
dass er dich nicht aus Liebe heiratet, sondern dass er quasi eine, ja, es ist ja fast eine Scheinehe, die er eingehen wollte, um an die Papiere zu kommen. Ja, stimmt schon. Hm. Bist du traurig jetzt? Etwas. Ich habe heute wieder mit ihm ein bisschen geschrieben. Hm. Ich war heute ein bisschen weg mit einer Freundin, die wollte mich ein bisschen ablenken und habe dann seine Freunde gesehen. Hm. Und seine Freunde, direkt kamen die zu mir, haben mich gegrüßt und gesagt, ja, wo ist denn dein Freund? Hm. Und ich so, ja, weiß ich nicht. Und die meinten dann, er kommt jetzt gleich. Und dann bin ich da nicht lange geblieben, bin gegangen, damit ich ihn nicht begegne. Mhm, und dann habe ich kurz darauf eine SMS bekommen, ja, du konntest in den Café gehen und hattest deinen Spaß und hin und her. Und hat mich beleidigt noch ein bisschen. Wie, du konntest in ein Café gehen? Ja, weil er sich mit mir treffen wollte und ich gesagt habe, ich möchte ihn halt nicht sehen. Ach so. Mhm, so. Und ich weiß jetzt nicht, ob er das wirklich die ganze Zeit ernst meint und ich nur so skeptisch bin und mir einbilde, dass er mich die ganze Zeit verarscht. Mhm. Oder dass es wirklich alles ernst ist. Ich sehe ja nicht scheiße aus, ich bin ein schlaues Mädchen und er ist genauso schlau, aber trotzdem fühle ich mich irgendwo trotzdem verarscht. Also ich höre das schon, weil du das so oft betonst, ja, dass du da sehr strengen Blick auf ihn hast. Ja. Hast du diesen Mann, hast du ihn sehr geliebt mal? Ja, ich liebe ihn immer noch. Immer noch, mhm. Mhm. Aber wenn, ja, aber du möchtest halt, wenn eine Ehe, dann soll das auch eine Liebesehe sein, ohne Hintergedanken und Strategien und Berechnungen. Ach, es gab vieles. Er war ja auch so eifersüchtig. Ich bin ja auch nicht ohne. Ich bin ja auch sehr eifersüchtig gewesen, weil er ist so ein Typ, der vor mir hatte jede Frau wie so eine Unterhose gewechselt, um ehrlich zu sein. Und hat immer nach seinen Interessen gehandelt halt. Ihm waren die ganzen Menschen scheißegal und das hat er in letzter Zeit bei mir auch oft so gemacht, dass ich es auch merke, dass ihm eigentlich egal ist, wie es mir geht. Mhm. Und hat auch aufgehört zu fragen, ob es mir gut geht, was ich gemacht habe. Ja, hat mir halt das Gefühl gegeben, unwichtig zu sein. Aber du hattest gerade gesagt, dass er nicht fremdgegangen ist, ne? Nee, fremdgegangen ist er ja nicht, das stimmt schon. Bist du sicher? Also nicht 100%. Mhm. Wirklich, also ich war jeden Tag mit dem, habe eigentlich jedes Mal gewusst, wo er ist und egal wo er ist, wir haben mal telefoniert. Ja. Aber er hat sich nicht mehr sehr für dich interessiert und hat dich eher links liegen lassen. Ja. Schwierige Frage leider. Ich meine, das ist immer so eine Herzensentscheidung. Das Herz entscheidet, ob man meint, der andere meint es ehrlich. Aber du bist jetzt so irritiert. Aber wie? Ja, dass ich dieses Gefühl ernst nehmen würde an deiner Stelle. Zumindest für eine sehr lange Zeit. Und das Gefühl sicherlich auch seine Begründung hat. Ich meine, es kann ja auch Zeit noch verstreichen und wir wollen mal sehen, was dann passiert. Wie lange kann er in Deutschland bleiben? Er ist auf Duldung, also auf Abschiebung auch, aber die können ihn nicht irgendwie abschieben. Und ja, ich habe echt keine Ahnung. Ich kenne mich jetzt nicht so richtig damit aus, aber ich hatte ja nachgefragt, um wegen der Arbeitserlaubnis. Er drückt sich ja so gesagt, weil er fragt zwar und ich habe mit dem paar Bewerbungen schon geschrieben. Mhm. Und auch, der hat mir auch erzählt, davor die Freundinnen haben mal mit ihm Bewerbungen geschrieben und der hat die nie abgeschickt. Finde ich auch schlimm, muss ich dir recht geben. Ich finde toll, dass du so ehrgeizig deine Sache da durchziehst. Und er sitzt ja mehr oder weniger auf seiner faulen Haut, ne? Er sagt zu mir, such du mir doch einen Job. Was soll das denn? Ich bin am Arbeiten, ich bin am Morgen. Das finde ich unglaublich. Das ist seine Arbeit, dass er muss das suchen, nicht du. Ja, habe ich ja auch gesagt. Deswegen hat das auch den Streit ausgelöst. Und als wir dann uns getrennt haben, war da so eiskalt, das kann man sich echt nicht vorstellen. Er hat dann gesagt, ja, ist okay. Und dann lass uns das einfach beenden. Wirklich. Also ich habe mich ja nicht richtig von ihm getrennt, sondern ich habe ihm irgendwo auch eine Chance gegeben. Ja. Ich habe zwar den Heiratsantrag abgelehnt erstmal, aber ich wollte trotzdem mit ihm irgendwo eine Zukunft haben. Aber ich finde das absolut okay, dass du das so gemacht hast und finde auch, dass du das beibehalten solltest, auf jeden Fall. Es sollte mal etwas Zeit verstreichen. Wenn der das wirklich ernst meint, dann wird er auch in einem halben Jahr noch wieder zu dir kommen oder zu dir stehen oder sich wieder melden. Wenn der aber wirklich nur darauf aus war, was du vermutet hast, dann ist der weg. Und das ist ein Beweis dafür, dass dein Gefühl dich nicht betrogen hat. Zieh es erstmal weiter so durch. Ich glaube, das machst du richtig. Ich glaube es. Meinst du? Ja, ich glaube schon, so von meinen Namen. Ich habe ja auch das Gefühl, dass ich das Richtige ja. bin, ehrlich. Leider, ich muss dich leider jetzt unterbrechen, weil die Sendung sofort vorbei ist. Ich wünsche alles Liebe, alles Gute.
Tschüss. Vielen Dank. In der Technik war Uwe Petersen. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und sage tschüss bis Montag Nacht, Montag auf Dienstag. Hier wieder mit einer offenen Sendung. Bis dahin, tschüss.